Hallo, liebe Leute, ich bin's, euer Chris. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr im Hintergrund einmal Battlefield Hardline und das ist auch der Grund, warum ich mal wieder ein Video mache. Denn das ist ein Spiel, das mir mal wieder wirklich richtig Spaß macht. Es macht mir einfach Spaß. Ja, und wenn mir ein Spiel Spaß macht, dann bin ich auch bereit, ein Video darüber zu machen. Und das ist auch der Grund, warum in der letzten Zeit nichts kam. Denn das komplette Spiele-Line-Up hat mich absolut nicht vom Hocker gehauen, geschweige denn in irgendeiner Weise interessiert. Call of Duty ist für mich seit 3 Jahren abgeschrieben. Und ja, deswegen kamen keine Videos von mir. Weil es war anfangs mal wirklich so, man hat gezockt, es hat jeden Tag Spaß gemacht, dies, das, Ananas. Man hat es aus Überzeugung gemacht und das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, sondern es ging halt irgendwie noch darum, ho, ich muss ein Video raushauen, damit eins außen ist. Und dann habe ich irgendwann diesen Wendepunkt gehabt, wo ich gesagt habe, pass auf, Chris, es macht keinen Sinn, deine Videos sind scheiße. Ja, ich habe mir meine eigenen Videos dann mal angeguckt und dachte mir, ja, man hört schon wirklich raus, dass ich die Videos eigentlich so gemacht habe, damit sie da sind, aber nicht, weil ich sie wollte. Ja, das hat man so richtig gehört. Also ich habe es zumindest rausgehört, ich weiß nicht, es gab natürlich immer einige, die feiern das, aber die sind halt, weil die mich mögen vielleicht, sagen die, das war cool, das ist auch ultra nett, aber ich persönlich fand die Videos langweilig und deswegen habe ich dann auch gesagt, komm, pass auf, es hat keinen Sinn, ich brauche mich hier nicht irgendwie vor den Rechner zu hocken, ein Video kommentieren, worauf ich so keinen Bock habe. Denn einmal hört ihr das und es hat auch dann so diesen Charakter, so, ja, Geld, Geilheit oder dies, das, Ananas. Kann vielleicht sein, dass der finanzielle Aspekt da irgendwo eine Rolle mitgespielt hat, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich auf das YouTube-Geld, was ich verdient habe oder was ich verdiene damit, das brauche ich überhaupt nicht. Also aktuell verdiene ich sowieso nichts, klar, weil nichts kommt, aber davor habe ich eigentlich, war ich nicht auf das Geld angewiesen, denn wie ihr wisst, ich gehe arbeiten und ja, ich verdiene eigentlich da gar nicht mal so schlecht dafür, was ich mache. Man muss es immer so sagen, dafür, was ich mache. Natürlich gut verdienen kann man, das kann man ausschweifen, weil für mich ist gut verdienen 3.000, 4.000 Euro netto. Aber die zu kriegen ist relativ schwierig. Jo, also Battlefield Hardline, ein Gameplay hier aus der Beta. Und zwar spielen wir hier Bank Job, also so ein Banküberfall. So eine Banküberfallmission und ihr seht, ich bin ein Polizist und wir müssen, also die Polizisten kämpfen gegen die Gangsters. Gegen die Gangster. Ich bin eigentlich lieber ein Gangster. Nein, ich bin lieber ein Polizist. Und wir schauen hier, dass die Gangster in diesem Tresor nicht das Geld klauen. Also besser gesagt, hier sind 3 Taschen positioniert, die dann geklaut werden von den Gangster und diese werden dann zu speziellen Punkten, die unten auf der Karte angezeigt werden unter Dropzone A, B und C. Wenn ihr hingebracht, dann kommt ein Heli und holt die ab. Und wir als Polizisten schauen einfach hier, man sieht die Taschen, das sind diese weißen Dinger da oben, dass wir die einfach safen, damit kein Gangster die bekommt. Man hat jetzt hier in dieser Map 3 Möglichkeiten reinzukommen. Einmal hier frontal über den Tresor, einmal oben über die Decke und einmal hier hinten. Also die Gangster können da dann Sprengsätze platzieren und kommen dann in den Tresor rein. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt richtig Bock gehabt, eine Bank zu überfallen. Denn ich weiß ja jetzt, wie es läuft, ne? So mit C4 und so, ne? Ja. Nee, Quatsch beiseite, würde ich natürlich nie machen. Ich bin ja anständiger Bürger und würde sich so nicht rentieren. Also ich glaube, es rentiert sich nie, sowas zu begehen. Aber das neue Konzept von Battlefield, muss ich ehrlich sagen, finde ich richtig cool. Ich stehe auch da schon seit längerem dahinter, denn viele, die auf der Gamescom waren, haben gesagt, ey, das Game ist eigentlich eine Scheiße und ich selber war ja dieses Jahr nicht, ich werde dieses Jahr auch nicht hingehen. Und die meinten dann, ja, das ist irgendwie scheiße, scheiße und ich kenn's ja selber von der Gamescom, man zockt irgendwie 10 Minuten was anderes, das ist ultra geil und dann im Endeffekt ist es ultra scheiße. Und ich habe dann immer gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich finde dieses Bankräuber-Polizisten-Line-Up finde ich eigentlich richtig geil, denn sowas gab's schon. Ich muss jetzt überlegen, Kane & Lynch oder so. Nee, Kane & Lynch war nicht, da waren wir nur Gangster. Aber keine Ahnung, ob es das schon mal gegeben hat. Das ist auch scheißegal. Auf jeden Fall gefällt mir das so, wie das gemacht ist. Denn das ist wirklich mal was anderes. Man kennt immer nur Kriegsszenarien und dies, das. Und hier ist es wirklich, ich bin
Polizist oder Gangster. Ich habe einen klaren Auftrag und wenn ich diesen Auftrag nicht befolge, ist das Spiel auch vorbei. Hier bei Bankjob, da ist es so, da spielen die Leute wirklich zum größten Teil Objective. Die sagen dann, okay, wir müssen die Packages absafen oder wegbringen, weil sonst ist das Spiel verloren. Also man kann es nicht reißen, indem man viele Kills macht. Und das finde ich wirklich geil. Der jetzt in der Beta gibt es auch noch einen anderen Mode, der heißt, ich glaube, Hot Job, also der heiße Job. Das ist jetzt nichts, was ihr mit eurer rechten Hand anstellen könnt, sondern das ist, da müsst ihr Autos klauen. Das finde ich auch nicht schlecht. Es ist zwar merkwürdig, sowas in einem Battlefield zu spielen, wo man jetzt sagt, okay, man muss jetzt ein Auto klauen, ein spezielles Auto, und muss dann durch die Gegend fahren und kriegt dafür Punkte. Und man kriegt echt viele Punkte und man kriegt echt viel Kohle. Und hier ist auch der Unterschied, dann mit Kohle kann man sich hier dann aufsetzen zu Waffen und das ganze Zeug kaufen. Ist zwar anders, aber ich finde es trotzdem, das ist mal wieder was anderes. Man hat innerhalb von einem Spiel sehr viele Möglichkeiten. Ich bin froh, jetzt, wo ich die Beta spiele, dass das Spiel auch ein halbes Jahr verschoben worden ist. Man merkt, es hätte es gebraucht. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ausgesehen hätte, wenn das Spiel jetzt schon letztes Jahr irgendwann rausgekommen wäre. Hätte man das Ganze hier in die Tonne schmeißen können. Ups, ich habe gegen meinen Schreibtisch geschlagen. Aua, mein Finger. Und deswegen bin ich froh. Also ich bin wirklich froh, dass sie sich da Zeit gelassen haben, denn es ist halt aktuell wirklich so, jeder Hersteller ist irgendwie gezwungen, sein Spiel irgendwie vor Release oder vor der finalen Fertigstellung irgendwie auf den Markt zu hauen, um Kohle zu machen, was absoluter Bullshit ist, weil wir Gamer ärgern uns riesig darüber, über so eine Scheiße, dass sowas Unfertiges dann auf den Markt kommt. Und hier bei Battlefield sieht man, die Zeit wurde höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es davor ausgesehen hat, wurde höchstwahrscheinlich sinnvoll investiert. Und um uns jetzt hier schon ein Vorreif, ja, ein Spiel zu zeigen, was wirklich cool ist. Also ich habe in der Beta, klar, es gab mal so ab und zu so kleine Lags und dies, das, aber die Beta läuft aktuell besser als einige Spiele, die schon in der Vollversion auf dem Markt sind. Und das ist halt schon, spricht für EA, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr. EA, ich glaube sowieso, dass sie dieses Jahr nicht die schlechteste Company werden, sondern dass das eher Ubisoft wird nach dieser Uplay-Key-Aktion, was eine Frechheit ist. Aber ist ja wurscht. Wir kommen hier auf Battlefield zurück. Ich gucke jetzt hier, ich habe jetzt gerade die Beute zurückgebracht, denn wenn ein Gangster gestirbt, der das Package hinten drauf hat, dann lässt er die Tasche natürlich fallen, die er eben im Tresor aufgenommen hat. Und die kann man dann zurückerobern. Wenn man die zurückerobert hat, kommt die wieder hier in den Tresor, also spawnen wieder hier rein und die Gangster müssten wieder erneut reingehen und die Tasche wiederholen. Und so kriegt man eigentlich schön die Runden schön rum. Und es macht wirklich Spaß. Also jetzt als Polizist muss man ehrlich sagen, ist es jetzt so, man hat keinen großen Auftrag, man muss halt einfach nur hier rumhocken oder einfach rumlaufen, um einfach die Leute daran zu hindern, dass sie sich jetzt hier die Taschen holen. Als Gangster muss man schon überlegen, ja, wo gehe ich rein, wo droppe ich dann die Tasche hin, kommen auch ein paar Leute mit, denn alleine ist es wirklich schwierig, da irgendwie an die Hubschrauberplätze zu kommen. Ja, das war es meinerseits mit Battlefield. Bin ich wirklich froh, dass das Spiel rauskommen wird. Ich freue mich schon echt auf März. Ich freue mich auch auf einige Spiele dieses Jahr, wo ich mir dann sage, okay, vielleicht mache ich dann wieder ein paar mehr Videos, weil es einfach Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie die Scheiße raushauen muss, sondern ja, weil es einfach Spaß macht. Ich hoffe, das hört man auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Es sind ein paar Dying Light Videos noch in der Pipeline, also zwei besser gesagt, die ich aufgenommen habe. Und ja, werdet nicht vergessen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Servus Leute, euer Chris.